Namalsk. Ein mystischer Ort mit sehr vielen unheimlichen Orten und Geheimnissen. Alles, was wir bis jetzt wissen, ist, dass die Seuche, die über uns kam, kein Unfall war. Wir haben neue geheime Dokumente gefunden, in denen steht, dass ein Expeditionsteam an einem Ort war, der nicht auf der Erde zu finden ist. Sie nennen diesen Ort Lantia. Wir wissen, dank der Dokumente, dass ein U-Boot im Eis versteckt liegt. Dieses U-Boot enthält eventuell Geheimnisse, die wir für unsere Mission benötigen. Ich muss vorbereitet sein. Im Eis lauert nicht nur die Gefahr durch Zombies. Ich möchte herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Albtraum zu beenden. Auch wenn dieses Vorhaben mein Ende bedeuten könnte. Okay, der Sturm kommt. Kommt immer näher. Ich check jetzt noch ganz kurz das Tent hier drüben ab. Und dann sollte ich definitiv irgendwo überdacht liegen. Ich hoffe, ich sehe jetzt noch was. Okay, hier ist gar nichts. Was ist hier drin? Eine Wasserflasche. Habe ich. Brauche ich nicht. Jetzt hoffe ich, dass der Sturm gleich kommt, dass ich weiter loslegen kann. Oh shit, okay, ich leg mich jetzt lieber hin. Das Ding ist genau über mir. Nicht dein Ernst. Das ist genau über mir. Ich will nicht sterben. Ich habe jetzt so tolle Sachen. Oh shit. Oh shit, oh shit. Ich weiß nicht, ob das Dach hält. Wir werden sehen, wie viel Leben ich verliere. Ob ich tot bin oder nur Leben verloren habe. Oh shit. Jetzt schauen wir mal, wie viel Leben ich verloren habe. Weil ich habe keine Ahnung, ob diese Cabins da reichen. Oh, ich habe nichts verloren. Okay, das ist gut zu wissen. Dann können wir uns gleich mal hier wieder auf den Weg machen. Wir müssen in Richtung Norden. Das bedeutet, wir müssen jetzt in diese Richtung. Essen, Trinken haben wir. Munition habe ich definitiv auch. Das Einzige, was mir halt jetzt noch fehlt, ist irgendwas mit Scope. Und hier jetzt mit der Fackel so rumzurennen, ist vielleicht nicht ganz so intelligent. Ich muss auch mal gucken. Es ist gut, dass ich Tetras gefunden habe. Weil wenn wir da durch das Eiswasser schwimmen, es wäre echt bitter, wenn ich dann an der Krankheit verreck. Deswegen ist es ganz gut, dass ich die gefunden habe. Ich glaube, da vorne fängt die Küste an. Ich bin mir nicht sicher. Und Trader werden wir definitiv nicht benutzen. Ich möchte das so schaffen. Holy shit! Alter. Alter, das war so richtig Drag Me to Hell. Wo ist die Ziege hin? Ich höre sie noch. Okay, da hinten kommt irgendein Dorf, so wie das aussieht. Ich hoffe, hier ist kein Mensch. Oh, ich dachte gerade. Holy shit, da liegt noch eine Mosi. Aktivkohle. Ich nehme jetzt trotzdem noch mal so viel mit, wie geht. Weil ich weiß nicht, ob ich es brauchen werde. Oh ja, Bandagen, immer gut. Nehme ich mit. Ich will jetzt bloß keine Zombie-Aggro hier haben, großartig. Soweit ich weiß, müssen wir aber in diese Richtung. Also ich muss an diesem Dorf, glaube ich, vorbei. So, und wenn jetzt die Notfackel gleich aus ist, würde ich sagen, mache ich hier ganz kurz einen Cut und warte, bis es tags ist. Genügend Essen und zu trinken habe ich ja. Aber in der Nacht eine Aufnahme zu starten, ist einfach Quatsch. Ihr seht kaum was. Ich warte, bis es hell ist und dann bewegen wir uns weiter nach Lantia. So, liebe Leute, wir haben die Nacht hier in dem Häuschen überlebt. So scheint's, draußen wird's hell. Oder ist schon ziemlich hell. Was ich jetzt mache, ist, ich besorge mir erstmal kurz ein bisschen Rinde und ein paar Stöcke.
damit ich ein Feuer machen kann, wenn wir auf der Eisfläche sind. Dass ich da natürlich nicht ultra erfriere. Und ich glaube, hier vorne ist gar kein schlechter Einstiegspunkt. Ich bin jetzt in der Nacht noch ein Stückchen weiter an der Küste entlang gelaufen, um zu gucken, wo ich am besten rüberschwimmen kann. Wo der Weg einfach nicht so weit ist. So, also hier sieht das jetzt gar nicht mal so weit aus, da rüber zu schwimmen. Ich glaube, so an und für sich gibt es keine bessere Stelle. Da müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen. Und let's go. So, wichtig ist, dass ich auf jeden Fall Tetras habe. Damit komme ich auf jeden Fall ein bisschen aus. So, ich laufe jetzt erstmal ein Stückchen. Ich glaube immer der Sonne hinterher. So, hier sind wir jetzt mal ganz kurz etwas safe. Jetzt bringe ich erstmal kurz meine Klamotten aus. Okay. Ja, nice. Einfach alles umsonst getrocknet. Geil gelaufen. Tatsächlich. Okay, ich laufe jetzt ein bisschen. Da ich jetzt krank bin, werde ich so oder so die ganze Zeit krank durch das Bandana vor der Fresse. Aber da führt leider kein Weg dran vorbei. Come on. Feuer. Feuer. Yes. Der Nachteil daran ist, ich bin jetzt schon krank. Und ich hatte halt das Bandana an. Aber ohne Bandana kommst du nicht weit. Also ohne Gesichtsschutz, sagen wir es mal so. Okay, die Schuhe sind... Was sind die? Immer noch nass. Scheiße. Kann ich die irgendwie näher ans Feuer placen? Zumindest bin ich nicht mehr krank. Das ist schon mal sehr gut. Die Tetras helfen. Ich wärme mich jetzt noch einmal ein bisschen auf. Und dann geht's weiter. So. Okay, let's go. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Muss ich hinter der Sonne, also direkt auf die Sonne zulaufen oder mich links von der Sonne halten? Irgendwie so. Boah, wie weit das geht. Ich sehe das U-Boot halt immer noch nicht. Holy shit, wie weit ist denn das weg? Also ich glaube, hier draußen hat man auch die Arschkarte, wenn hier der Sturm losgeht. Da hast du ja nichts über dir, ne? Da bist du sofort dead. Ja, hoffen wir mal nicht, dass der Sturm jetzt gleich wiederkommt. Oh shit, wieder großes Gewässer. Oh, kann ich das irgendwie meiden? Ja, da sieht's so aus. Oh, da hinten steht was. Oder ist das nur ein Pixelfehler? Das ist doch ein Spieler, oder nicht? Irgendwas steht da hinten. Ich würde es mal für euch vergrößern. Ja, es bewegt sich sogar. Bewegt sich langsam. Jetzt muss ich mal aufpassen hier. Nee, das sind Zombies. Warum sind da Zombies? Ist das das U-Boot? Nee. Sieht aus wie ein Stein, wie so ein Felsen. Was ist da hinten? Das ist doch das U-Boot, oder nicht? Was ist dann das hier rechts? Warum sind da so viele Zombies? Holy shit, gehen die auf Eiswanderung? Da ist es. Okay, ein Zombie sehe ich. Was war das da hinten? Zwei Zombies. Oh yes, ich war noch nicht einmal hier. Come on, first try, die Karte holen, das wäre der Wahnsinn. Holy shit, wie viele Zombies. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so clever ist. Einfach aufs U-Boot drauf und sofort rein. Ich habe jetzt natürlich nicht meine Umgebung gecheckt. Aber Leute, wie soll ich das machen? Guckt euch mal diese Zombie-Herde da hinten an. Gott. Okay. Wie viele Zombies? Oh, die Luke ist offen. Ist die immer offen? Ich weiß es nicht. Zombie, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Come on.
glaube, ich nehme lieber die SKS. Okay, liebe Leute, wir sind drin. Wir sind drin. Okay, wir suchen jetzt eine Keycard, damit ich das Portal oder besser gesagt den Reaktor starten kann. Ich hoffe, wir finden die Karte. Oh Gott, was hier rumliegt. Oh, ich habe so Angst, dass gleich vorbei ist. Oh, was ist das? Ah, ich glaube, das ist vom Server gemoddet. Ja, klar. Das ist, glaube ich, für den Trader. RPK 18. Ja, komm, die nehmen wir jetzt mal mit. Vielleicht finde ich einen Mac. Oh, Heatpacks. Gold wert. Werde ich sogar mal gleich aufmachen. Und mir in die Hose stecken oder ins Oberteil. Eine geheime Notiz. Persönliches Dokument. Boah, ich packe alles ein. Okay, hier bin ich runtergekommen. Dann gehen wir jetzt mal da nach vorne. War ich hier schon? Ja, war ich schon. Kompass nehme ich jetzt auch mal mit. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Aber bis jetzt keine Keykarte. Nein. Mach keinen Flachs. Das wär's ja. Wenn vor mir jetzt jemand hier gewesen ist und diese Keycard geholt hat oder die nicht hier gespawnt ist. Das wär's ja. Der ganze Weg wäre umsonst gewesen. Holy shit. Oh, das ist bitter. Das ist bitter, liebe Leute. Was mache ich denn jetzt? What the fuck? Wie kommst du hier rein? Komm ran, Junge. Bist du da reingefallen, oder was? Ja, okay, was bleibt mir übrig? Eigentlich nichts. Ich muss ein Feuer machen, dass ich hier kein Leben verliere. Jetzt nur um sicher zu gehen, werde ich definitiv das U-Boot hier gleich nochmal genauer durchschauen. Nicht, dass die Keykarte irgendwo lag und ich habe sie einfach nicht gesehen, weil ich Depp so nervös gerade bin. Und die einfach nicht sehe. Was ist das hier? Dieser praktisch tragbare Detektor kann aktive Mohrenfelder erkennen. Was sind Mohrenfelder? Natürliche Phänomene, die häufig bei der Aktivität in der EVR-Sequenz auf Namals beobachtet wird. Oh, okay. Das nehmen wir mit. Vielleicht gar nicht so blöd. Tja, Leute, was soll ich sagen? Das ist blöd gelaufen. Bis jetzt habe ich die Karte noch nicht gefunden. Ich hatte ganze 5 Stunden Zeit in diesem U-Boot, mich immer wieder aufzulooten und war demnach natürlich sehr gut ausgestattet. Ich bin immer mal wieder raus und habe die Umgebung erkundet und auch einen Bär erlegt, bis ich dann wieder zurück zum U-Boot gelaufen bin. Neuer Tag, neues Glück. Schauen wir mal rein, ob die Karte da ist. Okay, hier ist noch nichts. Auch noch nichts, aber neue Sachen sind gespawnt. Das ist schon mal sehr gut. Oh, noch ein Nachtsichtsgerät. Nehme ich mit. Yes. Wir haben sie. Oh ja, oh ja, oh ja. Gleich mal hier reinschmeißen. Eine Zugangskarte, die eine NAC-Geheimnisse offenlegen könnte. Oh yes, wir haben sie. Liebe Leute, wir haben sie endlich. Ich will euch nicht anlügen. Das hat jetzt hier Stunden gedauert, bis ich diese Karte gefunden habe. Oder bis die endlich mal gespawnt ist. Aber endlich haben wir die Karte. Und jetzt können wir richtig loslegen. Jetzt müssen wir, soweit ich weiß, nach Athena 2. Und dieses Modul finden. Yes. Mission 1. Absolut erledigt. Auch wenn es ewig gedauert hat. Okay, der steht mir jetzt gerade ein bisschen im Weg. Na, weg mit dem. Dass wir ja keine Zombie-Aggro jetzt hier kriegen. Hier sind so viele Zombies. Oh, jetzt fängt es an zu stürmen. Oh, shit. So sollte ich vielleicht nicht loslaufen.
Okay, ich verkrieche mich jetzt nochmal ins U-Boot und warte, bis wirklich der Sturm vorübergezogen ist. Okay, Leute, ich habe jetzt abgewartet, bis der Sturm vorbei ist. Und es sieht gerade so aus. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt so schnell wie möglich auf den Weg hier raus. Einfach weg, einfach weg. Holy shit. Okay, wir haben schon mal die Karte. Das ist so gut, das ist so gut. Also ich muss dazu sagen, ich habe hier jetzt echt Stunden verbracht. Das konnte ich aber nur machen, weil ich halt echt genug Essen und Trinken hatte. Das Problem ist nur, mein Feuerholz ist aus. Und wenn ich jetzt durchs Wasser schwimmen muss und ich kann kein Feuer machen, dann könnte das ziemlich kritisch werden. Deswegen hoffe ich, dass da echt alles gut geht. Nur keine Zeit verschwenden. Das ist jetzt wichtig. So, ich scheiße jetzt mal kurz hier auf die Zombies und renne einfach rein. Let's fucking go. Da liegen Multis. Oh mein Gott, was bin ich denn für ein glücklicher Hund. Anzünden, come on. Und dann hole ich mir hier diese Multis. 42 von 50. Oh Leute, das ist, ich habe gerade richtig Dusel. SKS-Muni habe ich auch nochmal. Das würde dann bedeuten, unser nächstes Ziel ist das Modul. Was ich, glaube ich, in der Nähe von Athena 2 finde. Und dann würde ich sagen, wenn ich hier alles fertig habe, mache ich mich auf den Weg. Und wir holen das Ding. Oh, ich laufe direkt auf die zu. Scheiße, ich muss aber darüber. Hier ist auch alles offen. Oh Gott. Okay, Wölfe. Eieieiei. Zu. Okay. Bin zumindest jetzt schon mal hier drin. Scheiße, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, Leute. Okay. Ihr kleinen Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, wie viele Zombies. Das war knapp. Holy shit, was ist das denn? Nein, ich kann von jeder Seite abgeknallt werden. Okay, ich muss hier raus. Das war laut, das war laut, das war laut. Ich sehe aber auf den Dächern jetzt nichts. Niemand. Okay, let's try. Oh, bitte kein Snipe. Das wäre so traurig. Okay. Jetzt muss ich hier rein. Das heißt, ich muss an diesen Zombies hier vorbei. Kann man hier durch dieses Glas schießen? Hä? Raff dich, Zombie. Kippst du wohl um? Oh Gott, der Eingang ist ja ganz da hinten. Oh, scheiße. Warte mal, ich kann dort rein, hier oben rein und dann... Ja, ich probiere das. Bin leicht nervös. Medizinstation. Oh, vielleicht finde ich hier Tetras. Ich habe ihn. Ich habe ihn, Leute. Ich wusste nicht, dass ich den hier finde. Oh, Fenster. Oh Gott, überall sind hier Fenster. Was war das? Dieses Modul ermöglicht es Athena-Systemen, eine bestimmte Art von Pulsaren anzupeilen und den Endpunkt in Lantia zu initiieren. Okay, ich habe den Lokator. Holy shit, normalerweise spawnt der...
Deswegen habe ich ja gesagt, ich weiß den ungefähren Standort. Der muss irgendwo im Keller eigentlich spawnen. Aber dass der hier oben spawnt, das wusste ich nicht. So, liebe Leute, es ist jetzt noch mitten in der Nacht. Ich habe mich schon auf den Weg gemacht und bewege mich jetzt in Richtung Athena 2. Und in Athena 2 muss ich den Reaktor während des Sturms, also während der Anomalie, aktivieren, damit das Portal irgendwie stabilisiert wird. Und ich versuche es auf jeden Fall für euch ein bisschen heller zu gestalten, aber ich möchte die Nacht einfach nutzen, um mich vorzubewegen. Weil hier auf den Schneehügeln oder auf den Bergen bin ich natürlich ein leicht gefundenes Fressen. Aber bis jetzt war es noch relativ ruhig. Ich denke mal, die Leute laufen auch nicht wirklich krass hier rum. Und ich glaube, das da vorne ist Athena 2. Ich hoffe, dass ich lonely bin. Und selbst wenn ich es nicht bin, hoffe ich, dass die friendly sind. Und sobald ich den Reaktor aktiviert habe, also während dem Sturm, muss ich in Richtung Athena 1 rennen. Das habe ich auch mal kurz abgecheckt. Das heißt, ich muss in diese Richtung da hinten nach hinten rennen. Komplett durch den Wald da hinten auf die Berge. Dort entsteht dann auch das Portal. Jetzt habe ich gerade ein Donnern gehört. Ich hoffe nicht, dass jetzt schon die Anomalie kommt. Weil dafür wäre ich jetzt zu spät. Aber ich glaube, der Sturm kommt gerade. Ich weiß nur nicht, ob ich zu spät wäre, wenn ich das jetzt aktiviere und dann rüber renne. Das kann mega gefährlich sein. Ich weiß auch nicht, ob ich reden soll. Hallo? Okay, Leute, ich muss jetzt auf die Taschenlampe wechseln. Weil da unten sehe ich einfach nichts und ich habe leider keinen Helm gefunden, wo ich das Nachtsichtsgerät anbringen kann. Das heißt, ich muss jetzt hier improvisieren. Oh, shit. Ich muss auf das dritte Stockwerk. Das ist second. Holy shit. Okay. Ja, der Sturm beginnt. Oh, ich kann mich nicht wehren. Wartet mal. Ich mach mal ganz kurz die Taschenlampe aus und nimm dafür die Pistole. Ich könnte es jetzt starten, aber ich glaube, ich bin zu spät. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich muss auf den nächsten Sturm warten. Und das kann sehr lange dauern. Okay, liebe Leute. Es ist jetzt auf jeden Fall schon bestimmt eine Stunde her. Ich warte hier wie ein Verrückter und draußen tobt ein Megasturm. Aber bis jetzt war noch alles ruhig, als ob keiner hierher kommen will. Gut, in einem Sturm ist es auch recht schwer, hierher zu kommen. Und ich muss halt jetzt warten. Das ist das Schlimme. Ich muss jetzt warten, bis dieser Sturm anfängt. Leute. Das Piepen hat angefangen. Los geht's, Leute. Los geht's. Aktivieren. Und jetzt so schnell wie möglich hier raus. Na komm. Und raus hier. Aufschließen, aufschließen, aufschließen. Komm schon. Ich bin ganz dezent nervös. Muss ich zugeben. Los geht's. Auf geht's nach Athena 1. Ich hab's mir da hinten schon mal markiert. Ihr seht die Markierung. Ich wollte nur keinen Fehler machen. Nein, Zombie, Zombie, Zombies. Bitte lasst mich. Okay, vielleicht habe ich einen Aggro, vielleicht habe ich zwei Aggro, egal. So, der Sturm kommt, der Reaktor ist auf jeden Fall an. Ich beeile mich jetzt so schnell ich kann. Nein!
Holy shit, ich habe eine Schnittwunde. Das ist auch gerade so gefährlich, dass ich einfach so straight darüber renne. 900 Meter. Komm. Da oben ist irgendwas abgestürzt. Ist da Gas? Da ist tatsächlich Gas. Oh, Leute. Ich habe keine Gasmaske. Ich weiß nicht, ob mich das Ding hier schützt. Wir finden es heraus. Ja, ich huste. Nein! Scheiße. Wo ist das Portal? Da ist es. Oder? Ich sehe es nicht. Shit! Das ist toxisches Gas. Wenn ich da jetzt weiter reinlaufe, bin ich so oder so tot. Fuck! Ich will es wenigstens sehen. Ich sehe es aber nicht. Aber so weit habe ich es geschafft. Es hat einfach nicht gereicht. Ja gut, das ist jetzt meine Schuld. Ich hätte es vielleicht davor abchecken sollen. Nachdem der erste Versuch kläglich gescheitert ist, Land hier ein Stückchen näher zu kommen, dachte ich mir, ich brauche definitiv bessere Ausrüstung. Die Tage vergingen und ich hatte all das Equipment zusammengesucht. Als ich dann eine Nachricht bekommen habe von dem guten Noise. Noise möchte sich anschließen, Lantia zu bereisen und wir haben ihn noch einmal so richtig eingedeckt mit Equipment und jetzt sind wir zu zweit unterwegs. So, liebe Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Athena 2, um natürlich nach Lantia zu reisen. Der liebe Noise rennt hier direkt hinter mir. Wir haben ihn jetzt komplett ausgerüstet. Wir sind auf jeden Fall absolut startklar, um nach Lantia zu reisen. In meinem Inventar seht ihr jetzt gerade, ich habe hier alles doppelt und dreifach. Ich habe noch so hart gelootet. Und Noise hat auf jeden Fall mega Bock mitzureisen. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Ja, Noise, meinst du, das wird was heute? Ja, klar. Ja, oder? Ich bin auch guter Dinge. Einige Zombies. Aber lass gleich in die Base, oder? Ja. Ich würde mal ganz kurz den Detektor anmachen. Vielleicht kommt der Sturm ja gleich. Ich bin wieder ready. Ich sehe jetzt hier keine Zombies. Oh, liebe Leute, jetzt wird's wieder spannend. Wenn's dunkeln. Hello? Someone inside? Oh, scheiße, ich hab die Taschenlampe weggeworfen. Ernsthaft? Ja. Das ist scheiße. Oh, ich hab mein Knicklicht noch. Okay, runter da, liebe Leute. So, wir müssen jetzt auf Etage 3. Komm mit. Second. Und a third floor. Ey, brech dir nicht noch den Fuß, Alter. Okay, Türen sind zu. Ich bleib einfach bei dir in der Nähe. Gefängnishose. Mal zu hier, den Lachs. Da hinten liegt noch ein fetter Rucksack, falls du irgendwas brauchst. Ich nehme einfach den dicken Rucksack mit. Mega. Ach, guck mal. Lantärien. Möchtest du auch ein Lantia-Modul mitnehmen? Hier liegt eins. Warte mal. Ich packe gerade meine Sachen. Hinten in dieser kleinen Werkstatt oder in diesem kleinen Lager. Ganz hinten am Tisch. Cool, dann haben wir schon drei Stück. So, wie aktiviere ich jetzt diesen Lachs? Also diesen Lachs können wir ja nur aktivieren, wenn der Sturm kommt. Aber ich habe dieses Teil hier. Was kann ich denn damit jetzt machen? Aktivier. Moment, hier. Sieht aus, als ob man das irgendwo reinstecken könnte. Dieses experimentelle Modul ermöglicht es Athena-Systemen auf einer bestimmten Flachs
Resonanzfrequenz zu arbeiten und die verheerende EVR-Sequenz auszulösen. Aber wie aktiviere ich das? Oder sind wir hier falsch? Okay, liebe Leute, also wir machen es jetzt so. Da ich nicht weiß, wie wir das aktivieren mit diesem Modul, wird es wohl wieder so sein, dass wir hier warten müssen, bis der Sturm anfängt. Gerade eben wurde aber auch ein Server-Reset angekündigt. Also es kann wieder ewig lang dauern, aber dieses Mal ziehen wir das voll und ganz durch. Wenn hier immer Tränken sind, die sind behindert. Warum, was meinst du? Meinst du das hier? Ja. Ist aber ein epileptischer Anfall, hätte hier. Hey, Neues, geht's dir gut? Hier kommt auch keiner vorbei, ne? Hier ist nichts. Glück. Glück im Unglück. Noch nicht mal Zombies sind hier. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir schon ewig warten, ne? Gestern. Ja, aber wir warten aber schon ewig. Ist halt echt so, ne? Ja. Neues, es piept, es piept. Los geht's, runter. Ich lauf runter, ich aktiviere es jetzt Neues. Ja. So, liebe Leute, das Warten, es hat endlich ein Ende. Alright, Reaktor ist an. Alter, wie episch das aussieht. Müssen wir schon anziehen? Nein, wir müssen jetzt zu Athena 1, folg mir. Ich hoffe, dass der Bär uns jetzt keine Probleme macht. Also Waffen vollautomatisch in Anschlag. Oh, jetzt darf nichts schief gehen. Einfach durchrennen. Bist du hinter mir, Neues? Ja. So, liebe Leute. Der Detektor piepst, Reaktor mir aktiviert. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Athena 1, um in das Portal reinzuspringen. Neusi, bist du bereit? Ja. Alrighty. So halb. So halbwegs, ne? Ja. Oh, jetzt bloß keine Probleme, bitte. Okay, und wenn wir jetzt in Athena 1 angekommen sind, dann müssen wir ein Weilchen warten, bevor wir in das Portal reinspringen. Also das muss schon recht groß sein, das Portal. Wenn das Portal klein ist, dann kann es gut möglich sein, vor uns Wölfe. Ein ganzes Rudel hat uns bemerkt. Shit. Das ist blöd jetzt. Einer down. Zweiter down. Dritter down. Der andere rennt weg. Alright. Jetzt abgeknallt werden. Das wär so hart. Das wäre hart. Ich weiß nicht, ob das ein Bär war. Ich habe nur 24 Schuss, ne? Ich habe Wölfe gehört von rechts. Ja, habe ich auch gehört. Laufe ich richtig? Wo bist du? Ja. Oh, liebe Leute, ich bin so hyped. Ab nach Land hier. Ab nach Land hier, Neusi. Bei mir hängt der Kackstift. Jetzt ist halt die Frage. Warten wir noch außerhalb des Gases, bis das Portal groß genug ist? Oder gehen wir rein in das Gas und warten drin? Auf die Gefahr, dass uns die Sachen ausgehen. Oh, hier sind überall Wölfe. Okay, perfekt. Dann tue ich jetzt auch den Filter rein. Okay, rein da. Okay, let's go. Wo ist das Portal? Ich hör's. Hier ist das Portal. Das Portal ist noch zu klein. In den Videos ist es immer viel größer. Oh, Neusi! Es kann gleich losgehen. Bist du bereit? Ja. Warte. Du musst wirklich früh springen, Bro. Du machst das, Neusi. Ich weiß, du machst das, ja. Wo bist du? In Athena. Ich bin in so einem Medikamentenhaus. Ich bin auch drin. Holy shit, bin ich bewusstlos? Bist du auch bewusstlos? Nein.
Okay, ich bin auch da. Ich muss jetzt irgendwie zu dir kommen. Warte mal, wo geht's hier lang? Ich bin bei der Platzsteuerkonsole. Ja, ich versuch in deine Richtung zu kommen. Ich bin ein Stock über dir. Ich glaube, ich muss klettern. Wo soll ich? Das ist dunkel hier. Mach dein Licht an. Ja, da muss ich die Maske absetzen. Nee, warte, ich komm zu dir. Hier ist die Steuerkonsole. Ja, warte, ich komm. Ich bin jetzt auf deiner Höhe. Ich komme jetzt durch die Türe gleich. Hier. Da. Holy shit. Ja. Und hier müssen wir jetzt einmal das Lantia-Ding reinpacken. Dann einmal dieses, dass wir länger in Lantia bleiben können und die Access-Card. Das war's. Was ist das andere? Weiß ich nicht. Jetzt müssen wir warten. Was sagt dein Filter? Bei mir sieht's noch gut aus. Halb voll. Boah, Leute. Was geht da unten ab? Da wird ein neuer Planet erschaffen, Alter. Wir sind hier. Liebe Leute. Wir sind einen Schritt weiter. Einen Schritt näher an Land hier. Das Teil wird immer schneller, das Kind, ne? Jetzt kommt der Sturm. Okay. Wir haben alles richtig gemacht. Oh, Leute, ich bin hart nervös hier. Ich leg mich mal hin. Jetzt müssen wir nur noch den Sturm überleben, liebe Leute. Nein, hab ich nicht. Ey, wenn jetzt noch einer hier reinkommt, dreh ich durch. Bitte nicht. Ja, siehst du, hier werden wir nämlich nicht. Ah. Ja. So. Jetzt packe ich die Karte hier rein. Und jetzt müssen wir ein Weilchen abwarten, bis ich dieses Flux-Ding wieder aktivieren kann. Na, hier sind überall. Guck mal, Nack, Sucks. Okay. Ich kann es nicht richtig lesen, aber ich werde es für euch mal ein bisschen näher ranholen. Stromversorgung aktivieren? Ja. Jetzt geht's los, liebe Leute. Okay, folgt mir. Hier lang, hier durch, geradeaus durch und jetzt Vorsicht, hier die Leiter nach oben. Die Leiter hoch und dann müssen wir eigentlich da sein. Bist du da, Neus? Ja. Alright. Ich glaube, wir müssen hier noch hoch. Ja. Den Kletter. Oh ja. Da oben ist das Portal. Oh Gott, geduckt laufen am besten. Weil ich weiß nicht, ob das dich killt. Alter. Hier auch nochmal hoch? Ja, ich bin oben. Liebe Leute, wir stehen direkt vor dem Portal. Wie sieht dein Filter aus, Neus? Hälfte. Bisschen weniger als die Hälfte. Einen habe ich noch. Einen habe ich auch noch. Okay. Jetzt gleich öffnet sich das Portal. Bleib mal so stehen. Ich mache Screens. Da ist das Portal. Und rein da. Wow. Liebe Leute, wir sind in Lantia. Und jetzt auf diesen Kisten müsste irgendwo Loot liegen. Leute, guckt euch das an. Holy shit. Wir haben jetzt 60 Sekunden Neues. Danach müssen wir sofort wieder raus. Da hoch? Da springst du durch das Portal. Ist einer reingesprungen hier? Nee, oder? Nee. Digga, ich nehme meine Pistole in die Hand. Aber es liegt leider kein Loot hier. Okay, der Weg war umsonst. Aber, liebe Leute, schaut euch das mal an. Da oben ist wie so eine kleine Basis. Schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Richtig freaky.
Ach, hier muss man wieder ins Portal springen? Ja. Wenn wir gehen wollen, müssen wir da wieder rein. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Sobald so Blitze kommen oder so, dann müssen wir auf jeden Fall rein. Mit den neuen Filter drin. Oh ja. Ja, ich wollte woanders hochlaufen eben, Luca. Okay, das hört sich an, als ob wir gehen sollten, oder? Bro? Noise? Weiß nicht, warte mal kurz. Ja, der Sound, der war gerade. Wohin läufst du? Vorsicht, du darfst nicht so weit weglaufen, da kriegst du Schaden. Stimmt. Oh, Leute. Endlich geschafft. Leute, ich bin so hart gehypt. Guckt euch das mal an hier. Einfach mystisch. Einfach mystisch. Was? Wir müssen los, Noise. Die Blitze sind da. Ich bin wieder back im Schnee. Du auch? Ja. Noise, wir haben es geschafft. High five, Junge. Wir haben es geschafft. Ey, so gut. Yes, liebe Leute. Abschließend kann ich nur bestätigen, dass Lantia zu bereisen ein absolutes Abenteuer ist. Für euch waren es jetzt knapp 45 Minuten. Für mich waren es knapp 2 Wochen. Um die Geheimnisse weiter aufzudecken, wird es wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir nach Lantia gehen. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr mich bei diesem Abenteuer begleitet habt. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.